Rüdiger Ziel bei der Arbeit heute Nachmittag hier im Ludwigsparkstadion beim Spiel des 1. FC Saarbrücken, seines 1. FC Saarbrücken gegen den SV Meppen. Herzlich willkommen, Rüdiger Ziel. Herzlich willkommen Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, zur Sportarena. Nach so 90 Minuten, wo Sie an der Seitenlinie gefordert sind, was gönnen Sie sich hinterher? Eine Tasse Kaffee, ein Bier, eine Apfelschorle? Das ist immer unterschiedlich. Heute? Heute ist eher mal eine Tasse Kaffee, aber auch wirklich abhängig, wie die Spiele auch verlaufen. Ja, wir sind gespannt, was die Tasse Kaffee bei Rüdiger Ziel heute zu diesem Spiel aussagt und schauen mal, was die Mannschaft so für ihn und geboten hat heute Nachmittag gegen Meppen. Sven Roland. Der FCS, ja, noch auf Trainersuche. Unter der Woche wurde klar, der Wunschtrainer kommt nicht. Rüdiger Ziel macht erstmal weiter. Aber einer fehlt auf jeden Fall noch mehr. Stürmer Sebastian Jakob, die 24, direkt die ganze Mannschaft beim Warmmachen. Meppen heute zu Gast und die wollen im weißen Trikot die weiße Weste halten. Das gelang in der Liga erst zweimal in der ganzen Saison. Also gute Chancen für den FCS auf ein Tor. 40 Sekunden gespielt. Da erstmal Meppen. Sascha Riech völlig frei und Daniel Batz mit einer super Parade. Der beste seit Wochen in der Mannschaft des FCS. Danach zwei Eckbälle. Der erste bringt nichts ein. Aber dann dieser hier. Wieder nicht schlecht. Meppen beginnt klar besser. Der FCS schwimmt in den ersten Minuten. Dann die 13. Wieder Meppen. David Vogt macht das richtig stark. Der 21-Jährige mit tollem Solo. Und dann Pourier. Das ist wieder eine sensationelle Parade von Daniel Batz. Er hält seinen FC in den ersten Minuten im Spiel. Blau-Schwarz erst in der 21. Minute mit der ersten Offensivszene. Steinkötter. Der darf heute ran, weil die meisten Stürmer verletzt. Und dann ist es Julian Günther Schmidt. Immerhin mal ein Abschluss. Die beiden Sturmspitzen aber ansonsten relativ beschäftigungslos. Rüdiger Ziel braucht Nervennahrung bei so einer Leistung in der Anfangsphase. Wenn was geht, dann über links. Steinkötter, Günther Schmidt, aber mehr will irgendwie noch nicht rumkommen. Sie versuchen es, sie schmeißen sich überall rein. Aber der Effekt vor dem Tor noch null. Vielleicht mal über einen Standard. Richard Neudecker, das Geburtstagskind heute. Alle Großen mit dabei. Bonny Uafero, der Mann, der bei Union ausgebildet wurde. Bisher hat Meppens Torhüter Haarsmann noch nicht angreifen müssen. Kein Schuss des FCS aufs gegnerische Tor. Und die guten Umschaltmomente, sie sind da. Meppen lässt Platz und dann ist es Julian Günther Schmidt. Aber der Schiedsrichter sagt abseits. Somit doch nicht die größte Chance der Heimelf. Aber kurz vor der Pause kommen die Saarländer schon wieder. Sie kriegen das Spiel besser unter Kontrolle. Dann ist es Richard Neudecker. Aber Sie sehen es schon am Schiedsrichter, auch das abseits. Somit erstmal 0:0 und den hier, den gilt es mehr zu bieten in Halbzeit 2. Nach Wiederanpfiff scheinen die Jungs von Rüdiger Ziel wach geworden zu sein. Unter Koschinat war der Kritikpunkt oft die Spielidee. Das Einzige, was heute klar erkennbar ist, hoch und weit ist out. Und wenn, geht's über rechts mit Kerber. Ein leichtes Aufflackern von Gefahr in den ersten Sekunden der zweiten Halbzeit. Die werden schmerzlich vermisst, Grimaldi und Jakob im Sturm. Vermissungspotenzial bleibt Blau-Schwarz einfach extrem groß. Meppen besonders nach Standards, wie einem Einwurf, gefährlich mit Sascha Riech. Alleine der hätte dem FCS schon einen klaren Rückstand besorgen können, aber Batz und Glück stehen dem entgegen. Rüdiger Ziel sieht nicht sonderlich zufrieden aus, kann ich verstehen, aber seine Mannschaft tut, was sie kann. Mal ein Eckball, alle mit vorne, auch Rizzuto, der 30-Jährige, geboren in Saarbrücken, einer der Besseren heute beim FCS, immer wieder mit Akzenten nach vorne und teilweise guten Flanken. Dann rückt die Heimelf immer weiter auf, über Kuni und Neudecker.
Das Geburtstagskind hätte sich doch hier selber belohnen können. So springt am Ende nur ein Eckball raus. Es ist mal eine ganz klare Torchance hier Mitte der zweiten Hälfte. Die Versammlungen im Strafraum der Meppener nehmen zu. Rizzuto. Böder, Latte! Und dann Schwede, sagen wir mal so, zwei Mannschaften, zweimal Aluminium. Da fehlt dann vielleicht auf beiden Seiten heute auch das Glück. Der Ball will noch nicht ins Tor. Dann hat Schlussmann Haßmann den Ball sicher. Denkste, Günther Schmidt, Haßmann mit der Hand am Ball. Für mich klares Handspiel, das kann man aus meiner Perspektive definitiv pfeifen. Dann wieder Meppen. Pourier macht das geschickt, stellt den Körper gut rein und dann ein sensationeller Rückpass. Sie spielen die Konter nicht gut aus in der zweiten Hälfte. Und das macht die auf dem Gästeblock doch eher traurig. Aber weil das Spiel auch sehr oft so läuft. Kuni fällt hin. Es wird nicht das Highlight-Spiel der dritten Liga in dieser Saison werden. Aber vielleicht muss man auch gar nicht den ganz großen Fußball spielen, um hier drei Punkte mitzunehmen. Dann nochmal Saarbrücken mit Rizzuto und Böder. Da wäre heute wesentlich mehr drin gewesen für beide Mannschaften. Die Saarländer haben unter Ziel noch nicht verloren. Zumindest das kann nach der Partie die positive Nachricht sein. Wir haben uns natürlich einiges vorgenommen. Wir wollten unbedingt die drei Punkte, wir wollten drei Siege in Folge einfahren. Es tut weh, aber ich glaube, alles in allem, erste Halbzeit waren die besser, ne? Ja, wenn ich jetzt sage, ihr habt eher einen Punkt gewonnen als zwei verloren, geben Sie mir da recht? Wenn man die erste Halbzeit sieht, ja. Wenn man die zweite Halbzeit sieht, finde ich, nein. Also ich denke, wenn wir hier als Sieger vom Platz gehen, können wir uns auch nicht beschweren. Aber wenn wir verlieren, können wir uns auch nicht beschweren. Wenn wir ein bisschen Glück gehabt hätten oder mehr Glück vorne, dann hätte man vielleicht gewonnen. Aber klar, erste Halbzeit hat man Glück. 0:0, die Geburtstagskinder hätten sich mehr gewünscht. Neudecker heute 26 und Trainer Ziel unter der Woche 46. Da kann man aber ja zumindest viel Glück für die weiteren Spiele wünschen. Na dann nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen Dank. Aber ist das dieses berühmte gerechte Unentschieden? Ja, wir haben heute einfach nicht gut gespielt. Also muss man auch mit dem Unentschieden dann auch zufrieden sein, weil die Wahrheit ist einfach so, dass wir nicht unsere Leistung abgerufen haben und in verschiedenen Momenten einfach auch Glück hatten und Daniel Batz im Tor. Ja, man muss zufrieden sein, aber darf die Mannschaft zufrieden sein? Nein, ich glaube, jeder ist unzufrieden. Also jeder einzelne Spieler mit seiner Leistung, wie halt mit dem Trainerteam, die Zuschauer, das ist das Ärgerliche auch, dass heute wieder knapp 9.000 Zuschauer da waren und wir einfach kein besseres Spiel einfach abgeliefert haben, um heute drei Punkte zu holen. Ja, wo liegen die Ursachen? Sie haben immer gesagt, wir wollen uns auf unsere eigenen Stärken wieder konzentrieren. Wo waren die heute? Wir haben eine Kabine wahrscheinlich vergessen. Also es war einfach zu wenig Tempo im Ballbesitz, zu wenig Lösungen dann im letzten Drittel, zu wenig tiefe Laufwege, tiefe Pässe auch, um das irgendwie auseinanderzuziehen. Und auf der anderen Seite dann halt auch Fehler im Passspiel, wo dann Meppen einfach gut gekontert hat auch. Plus, ja, muss man einfach anerkennen, dass Meppen, wie so oft in der Vergangenheit, auch ordentlich gespielt hat. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Maßstab zu sagen, die haben jetzt 10 Spiele mit dem inklusive nicht gewonnen. Waren da auch viele gute Spieler dabei. Ich glaube, auch heute haben die ordentlich gespielt. Und trotzdem, ich glaube, mit dem Blick auf uns war das einfach nicht das, was wir spielen können. Auf jeden Fall hat die Mannschaft aus Meppen besser gespielt, als es der Tabellenplatz im Moment hergibt, was man allerdings heute eben nicht vom 1. FC Saarbrücken sagen kann. Aber Sie haben es angesprochen, gerade gegen so tiefstehende Mannschaften muss man Lösungen generieren. Ist das jetzt wieder ein Faktor von Zeit in der Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft? Zeit haben wir nicht. Ja. Wir spielen jetzt im Dreitagesrhythmus. Trotzdem wird das Thema sein, auch klar dann im Pokalspiel definitiv. Am Mittwoch auch. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, diese Themen, die heute nicht funktioniert haben, die tiefe Laufwege, auch wenn man den Ball vielleicht nicht bekommt, um Räume freizuziehen. Und das muss dann einfach auch gewährleistet sein, um gegen einen tiefstehenden Gegner dann, so wie es in Phasenweise war, um dann auch torgefährlich zu werden. Wie sehr belastet die Doppelbelastung Manager und Trainer? Sie persönlich? Ja, es war mit Sicherheit viel. Es ist weiterhin viel und trotzdem haben wir jetzt klares Vorgabe für uns, dass wir nach den Spielen, nach der kurzen Pause, die Spieler kriegen, auch dann einen neuen Trainer präsentieren wollen.
und das ist dann Ende November. Ja, passiert parallel jetzt schon was oder sagen Sie, die nächsten zwei Wochen konzentriere ich mich auf die vielen Spiele im Dreitagesrhythmus? Klar ist, dass wir Gespräche führen. Trotzdem, eine Entscheidung wird es ja jetzt nicht in Kürze geben, aber wir sind da drauf auch am Arbeiten, dass wir Trainer dann auch aussuchen können. Ja, danke bis hierhin. Und jetzt die Ergebnisse. Ich gehe nur auf die ein, die Sie nicht gesehen haben. Die spielen gestern WN Wiesbaden 1:3 überraschend gegen Duisburg. Essen, Zwickau 1:1. Dortmund 2 heute 1:0 Sieger gegen Verl. Die übrigen Spiele morgen dann. Ja, das ist die Situation in der Liga. Ganz vorne Elversberg durch den Punktgewinn gegenüber 1860 München jetzt mit 3 Punkten Vorsprung. Ingolstadt, der erste FC Saarbrücken auf Rang 4, 24 Zähler wie auch Weden, Wiesbaden und Freiburg 2. Dann folgen Mannheim und Dresden auf den Plätzen. Rüdiger Ziel, der Blick geht voraus. 1860 München, der nächste Gegner in der Liga, aber Mitte der Woche der Pokal. Worauf richtet sich Ihr Blick? Zuerst einfach mal Pokalspiel, da einfach die Pflichtaufgabe zu erfüllen und da einfach mit aller Ernsthaftigkeit das Spiel anzugehen, dass wir auch da gewinnen können. Und dann geht es einfach die Vorbereitung für 60 München. Dann sage ich Dankeschön hier.